Zukunft, meinen Sie, gehöre Ihnen? Wir fühlen den Pulsschlag der Jahrtausende. Ergriffen von sich selbst und ihrem Feuerzauber. Brandstifter sammeln sich. Fällt ab von uns. Wir wollen unser eigenes Feuer hüten. Nie soll die heilige Flamme in uns verlöschen. Die SS. Eine Hydra. Mit vielen Gesichtern. Totenkopf, SD, Gestapo. Sie war das Synonym für das Dritte Reich. Sie war das Codewort für Hitler-Deutschland, für Nazi-Deutschland, für den Schrecken, für den jederzeit möglichen Gewalttod. Und dieser Mann steht für die SS. Heinrich Himmler. Ein penibler Eiferer. Ein Landwirt, der statt Hühnern nun Herrenmenschen züchten will. Insgeheim belächelt. Selbst von Gefolgsleuten. Ich fand ihn also eigentlich restlos unbedeutend. Das Geheimnis war, dass er ohne jede Kritik, jeden verbrecherischen Auftrag von Hitler ausführt. Ihn zu unterschätzen ist ein Fehler. Himmlers Wahn war tödlich. So sind wir angetreten. Wir marschieren nach unabänderlichen Gesetzen. Als ein soldatischer, nationalsozialistischer Orden. Nordisch bestimmter Männer. Und als beschworene Gemeinschaft ihrer Sitten. So sehen sie sich gerne selbst. Als Keimzelle der Herrenrasse, wie sie es nennen. Prototypen opferwilliger Gewaltmenschen. Hitlers immerwährende Soldaten. Und ihr Chef? Ein Polizist. Er führt den unbarmherzigen Vernichtungskrieg. Gegen die Schwachen. Im Lager. Hinter der Front. Und in vorderster Linie. Dafür braucht Himmler willige Vollstrecker. Prätorianer, die nicht fragen, sondern blind gehorchen. Rassenwahn. Dass wir tatsächlich Arier waren, das war ein sehr wichtiger Punkt. Dass wir uns als Arier den anderen Rassen gegenüber überlegen fühlten. Wir glaubten, dass wir tatsächlich eines Tages Europa beherrschen würden. Sie seien, sagen Sie heute, Soldaten gewesen wie andere auch. Im Krieg ist die Waffen-SS Feuerwehr und Speerspitze. Ohne Skrupel und bedingungslos ergeben. Himmler sagt, er habe Divisionen, die in aller Seelenruhe sterben. Die man lehrt, den Tod zu nehmen und den Tod zu geben. Ohne Rücksicht auf Verluste. Parolen, die bei einigen bis heute wirken. Hier bist du hergestellt und hier hast du zu stehen. Und wenn es sein muss, auch zu sterben. Da gab es gar kein Pardon. Kein Pardon. Für die, die sich entgegenstellen. Elitesoldaten sollen sie sein. Und sind doch allzu oft auch Täter. Oradour, Le Paradis, Wormhaut. Kriegsverbrechen im Namen der Waffen-SS. Sie rissen uns alles runter, wir konnten uns nicht wehren. Dann trieben sie uns in diese Hütte, warfen Handgranaten hinein und feuerten dann mit Maschinengewehren. Das war kaltblütiger Mord. Hier oben spricht man davon nicht. Hier geht es um den großen Mord. Den dieser Mann befiehlt. Für den er Helfer braucht. Den Überzeugungstäter Heinrich Himmler.
den Vollstrecker Reinhard Heydrich. Er ist der Manager des Terrors, Chef der Gestapo und des Sicherheitsdienstes. Hitlers Statthalter im Protektorat Böhmen und Mähren, das Heydrich zu einem SS-Musterstaat machen will. Das Doppelgesicht des Nazi-Regimes. Ein Schreibtischtäter mit musischem Talent. Wenn Heydrich seine Geige auspackte und in die Hand nahm, verklärte sich sein Gesicht. Er war ein ganz anderer Mensch. Sein Vater ist Komponist. Noch vor Heydrichs Geburt gibt er dem Vorspiel einer Oper den Namen Reinhards Verbrechen. Heydrich dirigiert die Menschenjagd hinter der Front. Lublin 42. SS im Einsatz. Er ist alles in einer Person. Ein sorgender Familienvater. Und ein Herr des Todes. Das Morden überlässt er all den namenlosen Tätern. Und deren Helfern hinter der Front. Wir haben sie in den Wald geführt, haben sie dorthin gesetzt, wo sie noch ein bisschen warten mussten. Und dann trieben wir sie in Gruppen zu diesem Erdloch. Wir haben sie mit Maschinengewehren erschossen. Täter nach getaner Arbeit. Herrenmenschen sind das nicht. Privataufnahmen, jahrzehntelang versteckt. Bilder eines Polizeibataillons. Im Einsatz gegen sogenannte Partisanen. Ganz normale Männer, oft Familienväter. Was macht sie zu Mördern? Es war ihre Religion. Sie haben daran geglaubt, dass sie damit nicht nur das deutsche Volk, sondern die Welt verbessern. Weil sie die Juden ausschalten. Die meisten denken nicht darüber nach, sich zu verweigern. Nicht schuldig zu werden. In den Gesichtern der Opfer steht viel über die Täter geschrieben. Für mich ist die SS das schrecklichste Wort, die schrecklichste Instanz. Und wenn es um Personen geht, die schrecklichsten Unmenschen auf dieser Welt. Denn die SS ist für mich gleichbedeutend mit einem Henker, der mit einem Beil hinter dir steht und dir jeden Moment den Kopf abschneiden kann. Was macht Menschen unmenschlich? Die Antwort steckt in der Geschichte der SS. Eine Warnung der Geschichte. Sie beginnt ganz klein. In München nach dem Ersten Weltkrieg. Seine Veteranen bevölkern die Stadt. Soldaten, Abenteurer, Desperados. Gefangene der Schützengräben sammeln sich in sogenannten Freikorps. Gegen die Revolution und die Herrschaft der Räte. Unter den Freikorps macht ein böses Wort die Runde. Judenrepublik. Sie marschieren unter dem Symbol des Totenkopfs. Fanatisch und gewaltbereit.
marschieren gegen die linke Räteregierung. Blutige Gegenrevolution. Einer hat in diesen Wirren seinen Platz noch nicht gefunden. Im Leichenzug für den ermordeten Ministerpräsidenten Eisner marschiert der junge Adolf Hitler mit. Trägt am Arm die rote Binde der Soldatenräte. Ein Drahtzieher der rechten Szene ist der Reichswehrhauptmann Ernst Röhm mit seiner Offiziersklique. Das waren so national eingestellte Offiziere, die einfach gesagt haben, wir müssen das aufhalten, keine Räterepublik und so weiter. Und haben sich da einfach zusammengeschlossen und scheinbar sich verpflichtet, wenn das Los auf sie fällt, dann auch einen Mord zu begehen. Der Röhm, sagen seine Leute, bringt Leben in die Bude und gelegentlich das Gegenteil. Hans Schweikart ist Röhms Freund, ein Fememörder. Dass er ein Mörder war, mein Onkel Hans, das habe ich erst vor einigen Jahren erfahren. Dass er ein Hausmädchen erschossen hat und er hat dieses Mädchen erschießen müssen, weil sie ein Waffenversteck der Fememörder verraten hat. Waffen, mit denen Röhm eine aufstrebende Bewegung in München versorgt. Er kontrolliert die sogenannte Sturmabteilung der NSDAP. Die SA ist eine Truppe streitlustiger Landsknechte, die politische Gegner aus dem Weg prügelt. Für diesen Mann, der inzwischen seinen Platz gefunden hat, als Trommler, der die Massen anziehen soll. Wir sind dem Röhm doch nicht nachgelaufen. Wir waren Hitleristen, wir jungen Leute. Der größte Hitlerist ist Hitler selbst. Er glaubt an seine Phrasen. Ein Volk ist im Aufbruch begriffen. Und wir sind vom Schicksal gesegnet. Wir werden ihn rechtzeitig beiseite stellen, sagt Röhm über Hitler. Das hat ihn argwöhnisch gemacht. Und Hitler hatte natürlich seine eigene, absolut ihm ergebene Umgebung. Die hatte sonst keiner. Mai 23. Die Kegelbahn des Münchner Bierkellers Torbräu. Hier findet Hitler Männer, die ihm schwören, was er fordert. Treue bis in den Tod. Eine Leibwache, auch für den Machtkampf gegen Röhm. Die Geburtsstunde der SS. Einige sind pathologisch brutal, die anderen waren relativ moderat und haben immer auf den Hitler gehört. Wenn der Hitler gesagt hat, das muss geschehen, dann wird es gemacht. Sie waren dem hörig. Aber brutale, unsympathische Skinhead-Typen, würde man heute sagen, waren die nicht. Sie sind brave Bürger. So scheint es. Ein Schreibwarenhändler. Ein Beamter.